auch von Formel 1 im Fleming. Kraftvoller Motorensound und quietschende Reifen gehören ebenso zu einem spannenden Go-Kart-Rennen wie der Geruch von Benzin. Hallo und herzlich willkommen zum Visit Fleming Podcast, deinem Podcast für die Reise- und Erlebnisregion Fleming. Mein Name ist Mario und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Nach unserem Motto Lust auf mehr Fleming hörst du die Folge 26 des Visit Fleming Podcast, wozu ich dich sehr herzlich begrüße. Seit mittlerweile 27 Jahren findet die familiengeführte Go-Kart-Bahn auf dem ehemaligen Militärflugplatz Altes Lager bei Jüterbock begeisterten Zulauf von jungen und jung gebliebenen Hobby-Rennfahrern. Das Go-Kart-Bahn und Freizeitzentrum Niedergörsdorf ist eines der größten in Deutschland und hat je nach Witterung von März bis November für die Freunde des Motorsports geöffnet. Die Rennstrecke befindet sich vor einem denkmalgeschützten Flugzeughangar, direkt unter dem Tower des ehemaligen Flugplatzes, und bietet so eine ganz besondere Motorsportatmosphäre für die ganze Familie. Junge Nachwuchsfahrer, die mindestens 8 Jahre alt und nicht kleiner als 130 cm sind, können in der Juniorklasse ihre ersten Erfahrungen mit dem 6,5 PS Kart sammeln. Den Rennwagenpiloten stehen vor Ort Karts mit 9, 18 und in der Königsklasse mit 30 PS für Adrenalin pur zur Verfügung, die je nach Alter und Erfahrung für die schnellste Runde auf der Rennstrecke vor Ort gemietet werden können. Wer nicht allein fahren möchte oder es nicht oder noch nicht kann, erlebt als Co-Pilot das Rennfahrer-Feeling in einem der 18 PS Doppelsitzer auf der Rennstrecke. Für Gruppen mit 10 und mehr Personen, zum Beispiel Firmen, zur Teambildung oder Mitarbeitermotivation oder um mit Freunden einen tollen Tag zu erleben, gibt es auf der Rennstrecke besondere Angebote, die beim Team der Kartbahn angefragt werden können. Die auch als Go 102 bekannte Kartbahn verfügt dank eines ausgeklügelten Asphaltlayouts über gleich 6 verschiedene Rundkurse mit klangvollen Namen wie Spirit of Fuji oder Spirit of Interlagos mit Längen zwischen 850 und 1340 Metern sowie unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Details zu den Strecken findest du hier im Blogartikel auf visitfleming.com. Fahrspaß bei Tag, aber auch bei Nacht. Die Go 102 ist mit einer gigantischen Flutlichtanlage ausgestattet, die das Kartfahren auch bei Dunkelheit ermöglicht. Passende Helme und Regenkombis, für den Fall, dass es mal regnen sollte, gibt es vor Ort kostenlos als Leihgabe. Oder du bringst dir deine eigene Schutzausrüstung mit. Snacks und Erfrischungen, nicht nur für die Rennfahrer, gibt es in rustikaler Biergartenatmosphäre. Im Restaurant Asphaltwirtin. Von der Terrasse aus hast du einen direkten Blick auf die Rennstrecke und das aktuelle Renngeschehen. So verpasst du keine Runde. Übernachtungen vor Ort sind ebenfalls möglich. Auf dem Gelände findest du einen großen Campingplatz, wo du mit dem Zelt oder Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil übernachten kannst. Ausführliche Informationen zu allen Angeboten der Strecke findest du auf der Internetseite der Kartbahn, die wir dir hier in den Shownotes verlinkt haben. Wir hoffen, dass du jetzt noch mehr Lust auf Fleming hast und mal ein paar Runden auf der spektakulären Go-Kart-Strecke in Altes Lager drehst oder vielleicht den Hobby-Rennfahrern bei ihren schnellsten Runden zuschauen möchtest. Dann mach dich auf nach Altes Lager und genieße einen spannenden Tag. Die Inhalte dieses und aller anderen Podcasts kannst du nochmal in Ruhe nachlesen. Die Blogartikel dazu findest du auf unserer Internetseite www.visitfleming.com. Und um keine weitere Folge zu verpassen, abonniere gleich den Visit Fleming Podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wir möchten dich noch bitten, den Podcast mit Freunden und Bekannten zu teilen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel mit WhatsApp oder Telegram. Hilf uns, viele Menschen zu erreichen. Dafür danken wir dir herzlich. Danke fürs Zuhören, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Mario.